Im Herzen von Karlsruhe liegt eine Goldgrube. Das Pfandbleihaus von Heinz Schmalzried, dem Goldheinz. Seit 11 Jahren ist das sein Arbeitsplatz. Jeder Tag ist für mich gleich. Warum soll ich an einem Sonntag später aufstehen wie an einem Montag? Ich will nicht, dass irgendwo überall immer was rumliegt. Halt hier bleiben. Hochbringe. Gefühle sind mir fremd. Ach, du hast sie nicht gesehen. Ich bin ein Trampeltier. Warum machst du das nicht richtig so, wie ich das zeige? Mm. Du hast nicht immer Gläser, weil es dir scheißegal ist, was ich sage. Sehe ich aus, als wäre ich nett? Ein neuer Tag in Karlsruhe. Zum Pfandhaus ist Heinz heute mal mit dem Lamborghini unterwegs. Neuer Tag, neues Glück, neue Chancen. Das 500.000-Euro-Cabrio ist heute sogar deutlich wertvoller. Ein bisschen Bargeld geholt. So ein Karton voll Geld halt. So. So oder ähnlich startet Heinz seit 11 Jahren in die Arbeit. Frei macht er so gut wie nie. Und dann habe ich noch ein bisschen Gold geholt. Ja, und ein Brötchen. Muy importante, wie wir Spanier zu sagen pflegen. Doch am besten spricht Heinz die Sprache des Geldes. Das Pfandhaus ist eine Wundertüte. Man weiß nie, wer womit als nächstes an den Schalter kommt. Ich komm. So, bitteschön. Besteck hab ich. Viel. Ja, ich freue mich auf jedes Paket. Weil es ist ja jedes Mal, könnte ja was Neues drin sein. Es könnte ja was ganz Besonderes drin sein. Man weiß es doch nicht. Das ist so, wie soll ich sagen, zu wenig beschenkt worden. Und jetzt kriege ich lauter Geschenke. Für mich ist es jedes Mal ein Geschenk. Oh, was ist denn da drin? Eine 72-Jährige will einen Berg an Besteck verkaufen. Angeblich alles Silber. Heinz muss jetzt jedes Teil genau prüfen. Dann fangen wir mal mit dieser Sorte Messer an. Okay? Meine Eltern haben es. Weil vielleicht kommen wir zwei nicht zusammen. Vielleicht mögen sie nicht meine Rechenweise. Das Besteck findet jetzt bei Heinz sein Ende. Denn ihn interessieren nur Teile davon. Die aus Silber. So, meine Dame, jetzt gehen wir zurück zu den Wurzeln der Geschichte. Ein Messer besteht nun mal nur aus einer dünnen Hülle. Alles andere ist Stahl. Ich vergleiche das immer wie mit einem Kondom. Innen drin ist Stahl oder sollte so hart sein wie Stahl. Heinz muss das Gewicht des reinen Silbers genau ermitteln. Um das zu überschlagen, nimmt er ein ähnliches Vergleichsstück aus seinem Bestand. Denn nur die Messergriffe sind aus Silber. Und jetzt brauchen wir nur noch zählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Die Griffe der großen Messer bringen 315 Gramm Silber. Doch die Frau hat noch mehr dabei. Auch rund 40 kleinere Messer muss Heinz Stück für Stück prüfen. Ist nur versilbert. Ah, Sie können aber nachschauen. Mach ich schön. Nein, da ist ein 800er, Madame. Okay. Ja, danke. Und nochmal ein 800er. Entschuldigung. Mann, ich kann mir einen Ferrari kaufen, wenn wir zwei weitermachen. Aber wenn wir zwei so weitermachen, gab ich mir noch Ferrari. Neue Fenster würden mir reichen. Kein Ferrari mehr. Ah, nein, ich brauche schon einen Ferrari. Ich brauche neue Fenster. Neue Fenster? Ja. Ja, neue Fenster ist natürlich auch ein Argument. Und nochmal ein Messer mit Silber. Sehen Sie? Haha, heute läuft's. Mehr Silber, als die Kundin dachte. Heinz prüft fair. Dafür ist er bekannt. Auch für seine teils überraschenden Testmethoden. Ich mache das immer Folgendes. Ich mache den Fingertest. Ups. Wenn das jetzt versilbert wäre, dann würde Folgendes passieren. Dann ist es härter. Okay? Und hier? Da geht das sogar in die Mitte auseinander. Dieses hier so zu biegen, kostet Kraft. Kostet richtig Kraft. Mhm. Und hier geht es nur leicht, weil das die dünnste Stelle ist. Okay. Sehen Sie? Und jetzt? Pustekuchen. Ja. Pustekuchen. Hoppala. Obwohl die Patina hätte Hoppala. Ich gedacht, ja. Hoppala. Das ist versilbert, das ist versilbert.
Ach du Schande, hä? Guck mal. Was ist denn das da? Die Margret. Irgendwie zum Schieben? Genau, richtig. Ich habe erst gedacht, wo ich das erste Mal gesehen habe, das habe ich die damals genommen, um das Kokain zu schieben. Haben wir so gedacht, schau sie. Und dann. Ja, sehen Sie. Und dann. Da gibt es bestimmt Kreise, wo man es verkaufen kann. Ohne einzuschmelzen. Ich habe wirklich nur Scheiße im Kopf. Gebäckzange gab es wirklich nur bei den Fabrikanten und wirklich wohlhabenden Kaufmannsfamilien. Auch diese Patisserie-Schieberchen, wo ich gesagt habe, fürs Kokain, ne, die gab es wirklich nur bei den wohlhabenden Leuten. Ja, das, wofür war das denn damals? Da irgendwelche Kanapés oder so? Genau, richtig. Der Besteckberg ist abgetragen. Heinz macht die Aufrechnung von Hand auf Altpapier. Bei 170 Gabeln und Löffeln sowie 104 Messern kommt da schon einiges zusammen. 12.407 Gramm. Und da wären wir bei 54 Cent. Da wären wir bei 6.699 Euro und 70 Cent, also bei 6.700 Euro. Plus das hier. 440 Gramm, also 6 Euro. Mit dem Messer machen wir 6.705 Euro und fertig, aus die Maus. So schnell wie Heinz rechnet keiner. Kurz mal nachdenken ist für die Kundin daher erlaubt. Man nannte mich schon als kleines Kind das Rechengenie. Ja. Den Mozart der Mathematik. Gut, gut. Mir Mathe hat mir nie gelegen. Den Mozart der Mathematik. Heute behauptet die halbe Welt, dass sie im Leistungskurs waren für Mathematik. Ach ja, uff. Immerhin klingen bei Heinz die Zahlen wie Musik. Hier schon mal die Anzahlung, der Rest kriege ich im Auge. Bares Geld für das Tafelsilber aus Generationen. Damit will die Kundin nun neue Fenster für ihr Haus bezahlen. 6.705 Euro. Da bleibt noch etwas für eine kleine Wohltat übrig. Dann wünsche ich Ihnen Gottes Segen. Hätten Sie noch zwei Zehner für mich? Zwei 10-Euro-Scheine? Ja. Meine Damen, für Sie habe ich fast alles. Dann kriege ich 10 zurück und Sie kaufen der Mannschaft Eis. Also dann muss ich Eis kaufen gehen? Ja. Das mache ich. Oder kalte Getränke oder irgendwas. Aber es gibt nur Vanilleeis. Ja? Ja. Wieso? Wollen Sie das mögen? Ja, genau. Okay. Alles klar, meine Dame. Vielen Dank. Empfehlen Sie uns bitte weiter. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und bleiben Sie gesund. Danke, Sie auch. Danke vielmals. So. Danke, tschüss. Ich danke Ihnen, tschüss.